Nach seinem gestrigen Sieg beim Weltcup-Auftakt der Skispringer im norwegischen Lillehammer hat sich Dieter Thoma auch heute beim zweiten Springen gut behauptet. Diesmal schaffte er Platz 3. Erneut unter die Besten sprang auch das erst 16-jährige Nachwuchstalent Martin Wagner. Lillehammer ist ein gutes Pflaster für die deutschen Skispringer. Auch heute platzierten sich 2 unter die besten 6. Für großes Aufsehen sorgte erneut der erst 16-jährige Michael Wagner aus Berchtesgaden. Gestern schon überraschend 7. steigerte er sich sogar heute noch um einen Rang und wurde am Ende 6. Der Benjamin des Feldes sprang unbekümmert und mischte im Konzert der Weltmeister und Olympiasieger glänzend mit. Es ist der Wahnsinn, ich kann es nur träumen bis jetzt. Ich glaube selber nicht. Nach seinem gestrigen Sieg landete Dieter Thoma heute auf Platz 3. Ein verpatzter Absprung im ersten Durchgang verhinderte eine noch bessere Platzierung. Der Schwarzwälder demonstrierte im Finale seine kämpferischen Qualitäten, sprang mit 129 Metern Tagesbestweite und war vom Silberplatz des Japaners Harada nur um 2,5 Punkte entfernt. Der Tagessieg ging an den Finnen Jani Soininen, der vor allem stilistisch mehr zu bieten hatte als die Konkurrenz. Soininen ist nach seinem 2. Rang gestern und dem heutigen Erfolg auch der neue Träger des gelben Trikots.